Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum diesjährigen Halloween-Event in Minecraft Dungeons. Genau. Ich habe heute ein bisschen Zeitdruck. Um 16 Uhr wollte ich heute noch streamen, und zwar Need for Speed. Kann das vielleicht mal so? Die Musik ist sehr weird. Deswegen müssen wir uns heute ein kleines bisschen beeilen, aber das passt schon, oder? Okay, was ich sehe, es gibt Besen, es gibt Rüstung, es gibt Haustier als Schwein. Hier. Könnt ihr hinkommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe auch nicht, dass es jetzt zu extrem laggt alles. Weil ich habe das neu gemacht. Ich lese einfach mal vor. Der Grusel ist da. Verkünde Süßes und Saures auf der ganzen Oberwelt und sammle Season-exklusive Artikel. Doch Obacht! Monströse Kreaturen machen die Season-Prüfung unsicher und sind bereit, dir den Creeper aus dem Leib zu schrecken. Okay. Es gibt zwei Items, die wir bekommen können. I guess. Ich würde das gerne mit Controller machen. Genau. Wir fangen natürlich an mit der Season-Prüfung. 1, 2. Wie viel gibt's denn? Okay. Auf keinen Fall. Vor allem Nachtmodus. Nee. Wir machen das gar nicht so hoch. Nachtmodus heißt, dass random die ganze Zeit Gegner gespawnt werden. Und eigentlich so alles unmöglich ist. Das ist die Season Mission 6. Nee, 7. Entschuldigung. Was habe ich eigentlich alles ausgerüstet? Aha, okay. Mhm. Ja, das sollte eigentlich ganz gut hin. Komm. Genau. Achso, nochmal danke an alle, die gestern Abend im Halloween Special Stream dabei waren. Hätte nicht gedacht, dass wir auf 9 Leute kommen. Gut, später wurden es weniger, aber wer guckt jetzt schon um 0 Uhr YouTube? Ah, es laggt ein bisschen, ich merke das. Aber wenn Frames übersprungen werden, dann sehe ich das. Und wenn es nur die Facecam ist, die manchmal ein bisschen struggelt, dann habe ich damit gar kein Problem. Das Einzige, was mich stört, ist, dass das Bild sehr dunkel ist. Der Zweispieler-Modus ist auch tot von dem Game. Keine Ahnung, woran das liegt, aber der stürzt permanent ab. Java will schon wieder ein Update? Ich glaube, das ist jetzt schon das 5. Java-Update im letzten 2 Tagen. Das Spiel läuft, ja gut, das Spiel läuft auch nicht flüssig. Ich habe hier ein paar Einstellungen verändert, weil ich nicht dachte, dass wir nochmal aufnehmen. Dementsprechend kann ich mit der Grafikqualität nochmal runter, weil... Wofür braucht man in einem Spiel mit ultrapixeliger Grafik gute Grafikqualität? Es gibt keine Musik. Habe ich das schon erwähnt? Das stört ein bisschen. Das ist einfach nur Geräusche. Normalerweise hast du immer noch so gute Musik oder so. Und jetzt hast du einfach gar nichts. Okay. Ja, es ist sehr leise. Oh, hier sind die Ultraschafe. Apropos, hier geht's theoretisch zum Dungeon. Falls ihr den noch braucht. Liegt direkt auf dem Weg. Einfach nur durch diese Türen gehen auf dem ersten Schiff, wo ihr durchlauft. Genau, ganz easy. Oh, das ist ein Creeper, gell? Hey, die können ja explodieren. Warum ist denn der eine jetzt nicht explodiert? Seltsam. Und ich merke gerade, es ist ein bisschen laut, das Game. Ich glaube, es ist noch im Rahmen. Wir können uns unsichtbar machen. Huja! Du verzauberst hier keine Creepers. Wir haben ja ein Event haben wir verpasst, weil ich das gar nicht mitbekommen habe mit diesem Geburtstagsevent von Minecraft Dungeons. Das hätten wir natürlich sonst auch gemacht, klar. Nur ich habe das irgendwie nicht ganz gewusst, dass es das gibt. Dementsprechend auch nicht weiter beachtet. Oh ja, es laggt wirklich manchmal. Es tut mir leid. Also,
Ich nehme dann jetzt nach dieser Aufnahme ein bisschen was von den Grafikeinstellungen raus aus dem Game. Dann sollte das wieder funktionieren. Was ist denn eigentlich Zerschmettern als... Also es hieß am Anfang, wir hätten Zerschmettern ausgerüstet. Also der Spieler hätte Zerschmettern. Weiß einer, was das für ein Item ist? Oder, nee, nicht was für ein Item, was für ein, was für eine Verzauberung es ist, Zerschmettern? Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich glaube, wir machen mehr Schaden. Wahrscheinlich. Ich muss hier weg, ich muss hier aus dem Radius raus. Okay, gibt's einen Apfel, damit wir uns wieder ein bisschen heilen können. Aber zum Beispiel der Nachtmodus ist gut zum Level-Grinden, weil einfach unendlich Mobs kommen. Dementsprechend könnt ihr einfach hier stehen bleiben und einen nach dem anderen wegmachen. Ich bin jetzt auch schon Level 93. Waffenlevel natürlich viel höher. Weil Waffenlevel-Grinden einfacher ist als was anderes. Das Problem ist ab diesem, wie heißt das Ganze? Ende aller Tage plus ist halt alles einfach nur noch abnormal schwer und es lohnt sich überhaupt nicht mehr zu spielen in diesem Modus. Ich könnte vielleicht mal meinen Hund spawnen, dass der mir ein bisschen hilft. Ganz kurz zerschmettern. Da, ne, Verbrennung, an der Stimme, so. Ah, hier. Verursacht, aha, mehr Schaden gegen Untote. Okay, okay. Wissen wir das jetzt auch? Ich sehe nichts. So, dann haben wir hier Gegner. Hallo, ich würde mich gern bewegen können. Oh, ich habe ja auch das Item. Ja, aber das brauche ich nicht mehr. Ich spiele sowieso wieder auf dem alten Spielstand, also auf dem, wo ich sonst immer spiele. Ich muss sagen, ich bin mit meinem neuen Spielstand sehr zufrieden. Weil da habe ich den Todeskappenpilz. Und ich kämpfe mittlerweile mit ganz anderen Artefakten. Beziehungsweise eigentlich nur ein anderes, aber trotzdem. Ich kämpfe mit, eben anstatt dem hier, dem Kürbis, kämpfe ich jetzt mit dem Todeskappenpilz. Weil der einfach die Angriffsgeschwindigkeit und die Angriffsstärke wirklich immens stärkt. Und das merkst du auch. Hier spawnen auch theoretisch schon endlich viele Gegner, solange die Brücke oben ist. Oh, das ist neu. Eine Bienenausrüstung, die hatte ich noch nicht. Die gucken wir uns nachher nach dem Level an. Und da möchte ich mich beschweren, dass dieser Nachtmodus echt schlecht aussieht. Dieses dunkle Gut, Nacht. Klar, aber... Ich weiß nicht, ich finde es ist arg dunkel und in der Aufnahme ist es natürlich noch ein Stück dunkler als bei mir. Normalerweise ist es andersrum, aber ich habe meinen Monitor ultra hell eingestellt. Nicht Gamma-Wert oder so, einfach allgemein die Helligkeit hoch. Also auf 1:1 und... Bei den Rändern ist bei euch schwarz, ich sehe da noch was. Oder es liegt einfach am anderen Monitor, der das Aufnahmeprogramm nicht so gut anzeigt. Den habe ich nämlich nicht so hell, weil den brauche ich fast nie. Ich benutze den rechten Monitor nur zum Aufnehmen. Oder wenn ich Dateien von links nach rechts schieben muss oder sonst irgendwas. Oder um den Desktop zu erweitern, ist das sehr schön. Ah! Achtung, mein Hund! Aua. Es tut mir leid. Oh, der macht doppelten Schaden. Oh, der auch. Aber der ist weg. Die können gar nichts. Oder vielleicht doch was. Was gibt's hier? Ist das neu? Das ist neu. Das ist ganz sicher neu. Okay, erstmal heilen. Das ist ganz sicher neu. Hatten wir das? Oh. Hatten wir das schon mal? Ich kann mich nämlich echt nicht daran erinnern, so etwas schon mal gehabt zu haben. Das ist. Also es fühlt sich zumindest neu an. Oder es liegt an der Helligkeit. Nee, das ist ein komplett neuer Dungeon. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Warum sagt mir das denn keiner von euch, Leute? Boah, die Spinnen sind echt. Ich habe schon Verbrennung auf Twitch. Oh, eine Seelensense. Und hier gibt es ganz sicher wieder mal nichts. Na doch. Oh, sogar eine goldene. Aber bringt uns nichts, weil wir spielen auf einem Level, was unter unserem ist. Also wir können uns die Verzauberung angucken. Wenn die Verzauberungen gut sind, schmeiße ich das beim Schmied rein und dann haben wir was Gutes.
Also in diesem Spiel seid ihr eigentlich nie benachteiligt, wenn ihr was bekommt. Außer ihr könnt halt mit diesem Item wirklich nicht kämpfen, wie zum Beispiel ich mit dem Hammer. Oder mit irgendwelchen Items, die viel zu schnell kämpfen. Ich bin Schwert-Axt-Typ. Sowieso. Ja, tschüss. Oh, da ist sogar ein Schweinchen. Warte! Nee, hier. Stehen geblieben. Der hat auch eine Schuppenrüstung. Die gibt es ziemlich häufig hier. Die haben wir schon 1, 2, 3 Mal. Kann sein, dass es vielleicht ein Special-Item ist oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich spiele das Spiel ja nicht häufig in meiner Freizeit. Ja, wobei, in letzter Zeit bin ich echt wieder an Need for Speed herangekommen. Weil das Spiel total bockt. Dieses Video kommt nach dem Stream, deswegen kann ich es ja schon sagen. Ich habe mein Geld gespart und ihr wisst ja, mein Spielstand war ja weg, falls ihr den Stream nicht gesehen habt, okay? Oder falls ihr ihn euch angucken wollt, weil er zu lang ist, kann ich euch kurz zusammenfassen, was am Anfang des Streams ist. Ich kann euch nicht sagen, was am Ende des Streams ist, weil das Ende hatte ich noch nicht. Auf jeden Fall am Anfang des Streams. Ich habe mir so ziemlich das Spielstand war weg und habe mir dementsprechend anstatt diesem Lamborghini Aventador zweimal bzw. einmal einen Lamborghini Huracan gekauft, der auf Level 380 ist oder so, und einen Lamborghini Aventador irgendwas für 380.000, der muss noch weg hier, der eben noch ungelevelt schon auf 370 ist. Aber um den hoch zu leveln, müssen wir erstmal Level 340 werden. Und gerade Stand jetzt sind wir REP Level 39. Wie es jetzt nach dem Stream aussieht, weiß ich noch nicht. Aber da sind wir ganz sicher weiter oben. Oh, Vorsicht. Da bin ich mir sicher. Vor allen Dingen ist der Stream einfach mal, es kam jetzt ewig lang keine Folgen mehr, deswegen habe ich gesagt, ja, ist okay, jetzt machst du mal einen Stream, wo du einfach mit der Story weitermachst. Weil ich habe extra viel gelevelt, damit wir keine große Latenz zwischen der Story haben. Genau, ich werde auch nachher vor dem Stream wahrscheinlich nochmal kurz spielen. Einfach um nochmal reinzukommen, auch wenn ich das seit Tagen nur spiele, dieses Spiel eigentlich. Gut, ich habe gestern noch Mario Party Superstars ausprobiert. Hab ich schon erwähnt, dass das schlimmste Spiel der Welt ist und der größte Betrug. Ey, man regt sich dann nur auf. Es wird auf jeden Fall ein Stream dazu geben, das ist bestimmt unterhaltsam. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Wenn da so ein Dösel die ganze Zeit rumschreit. Ja, der zweite Computer steht ja hier. Weil wenn ich ein Spiel streame, was höhere Grafikansprüche hat, mache ich das immer per Capture Card, damit wirklich nichts an Dings verloren geht. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das ziemlich langweilig, die ganze Zeit dasselbe zu machen. Man sieht nicht wirklich was vom Level. Bei euch laggt es die ganze Zeit wie Hölle. Also wie Hölle jetzt auch nicht, aber es laggt halt. Und das ist ein bisschen problematisch. Aber ich kenne ja auch jetzt schon Einstellungen. Grafik. Ja, ich habe auch bestmögliche Grafik. Also was erwarte ich? Jetzt sollte es flüssiger laufen? Na, weiß ich noch nicht. Ja, CPU ist jetzt auf 15% anstatt auf 20%. Ich weiß wieso, ich habe einen i9er und der ist so ausgelastet. Ich wollte mich da schon immer mal informieren, ob man das irgendwie hemmen kann oder so, dass das so ausgelastet wird. Weil ich finde das echt schlimm. Man sieht gar keine Anzeige, wie viel Schaden ich mache. Ist das im Nachtmodus? Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Ja, down, würde ich sagen. Wusstet ihr, dass diese Schneidedinger hier, ganz kurz, die machen Schaden? Ja, weil die sägen euch wirklich. Nur als kurze Info. Das habe ich mal random herausgefunden. Ich glaube, in einer der ersten Folgen. Ich weiß aber nicht, ob ihr alle Folgen von Minecraft Dungeons schon geschaut habt. Wenn nicht, schaut gerne mal in die Playlist rein. Alles chronologisch. Da seht ihr von Anfang bis jetzt jedes Video in der richtigen Reihenfolge. Von Level 0 bis jetzt. Beziehungsweise mit neuem Spielstand zwischendurch, weil der andere kaputt gegangen ist. Genau. Könnt ihr alles finden und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ist bestimmt spannend. Am Anfang halt noch richtig billig aufgenommen. Noch ohne Facecam damals. Das war 2020. Zuerst Silvester 2020 habe ich mich das erste Mal gezeigt.
Das ist jetzt fast erst ein Jahr her. Also, und für mich kommt schon ewig vor. Ich weiß es auch nicht. Aber ich finde, es war eine gute Entscheidung. Ich finde, die Videos sind so irgendwie persönlicher, wenn man die Zuschauer so auch theoretisch anschauen kann. Für mich wäre alles einfacher, wenn ich das nicht machen würde. Ich hätte das Problem mit dem Greenscreen nicht. Die Kosten für Licht, Lampe, Stromkosten. Gut, die zahle ich ja noch nicht. Aber trotzdem, so im Prinzip. Okay, wir haben unseren Hund. Ja. Weg! Toll. Hallo Erzi, Archie. Im Buch heißt er Archie. Es gibt ein Buch dazu. Es gibt ein Minecraft Dungeons Buch. Könnt ihr einfach mal googeln. Offizielles Mojang-Produkt. Der Aufstieg des Erz-Illagers. Wenn ihr gerne lest, wenn ihr gerne zockt, lest dieses Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Oh, ich hab's probiert. Nee, du verzauberst hier niemanden. Tag. Oh, geh weg. Da explodiert's gleich. Ich frag mich, wann der Große in der Mitte kommt. Ich hasse den Nachtmodus. Also nicht wegen der Schwierigkeit oder so. Schwierigkeit ist voll okay. Es geht mir um diese Beleuchtung. Also Licht. Hier gut. Och nee, irgendwo random. Das ist das Skelett hier. Oder? Was noch zu diesem Raid gehört. Jetzt müssen wir wirklich jeden Gegner besiegen. Da hinten! Jetzt können wir gehen. Oh, bitte nicht nochmal sterben, kurz vorher. Wir nehmen unseren Hund mit, der hat's verdient, mit ins Ziel zu kommen. Und dann wäre das auch geschafft. Die Season Mission. Na, es laggt immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Guck, dass ich da nochmal genau in die Grafik einstellen guck, weil wer braucht denn bitte schön Pixel, die gut aussehen? Gut, ich auf meinem 4K-Monitor sehe, dass das Spiel nicht so gut aussieht, ja. Aber ihr, es ist ein Full-HD-Bild, ich war... Oh, es ist eine Kesselrüstung. Sonderevent-Video. Also vom Aussehen her, kann ich mich jetzt mal nicht beschweren. Ist ein Stückchen unter meinem Level, klar, aber 30% Nahkampfschaden, 30% Chance, Schaden zu verhindern, 100% Abklickzeit für Rollen. Das heißt, oh, man braucht ewig, bis man wieder rollen kann. Aber gut, so eine Rüstung kann ja auch nicht nur Vorteile. Und sie sieht echt gut aus. Jetzt erstmal die ganzen anderen Billig-Items löschen. Nein! Rückgängig! Nein! Das waren meine Bienen. Ich damit. Oh, das ist gut. Das ist ein sehr gutes Schwert. Nein, warum habe ich das gelöscht? Nein. Okay. Also, an Verzauberung hattest du ja wieder Verwerter. Wir kriegen alle 10 Geschosse, also auf voller Stufe hier, alle 10 Geschosse kriegen wir einmal einen Köcher mit Pfeilen. Solange wir voll sind, haben wir komplette Gesundheit. Wir machen mehr Giftschaden. Wir können mehrfach rollen. Die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich, wenn wir Schaden bekommen. Dann haben wir hier noch Dings, Schwerkraft. Die Leute werden zu uns gezogen, Feuerfokus und Akrobat. Das Abklingzeit vom Rollen wird geringer. Ist ganz gut. Ich werde, klar werde ich das behalten, weil Sonderevent, klar. Hier haben wir Feuerbrand. Ich hoffe, ihr kennt ihn noch von früher. Das war damals die beste Axt auf dem Markt. Sag's euch. Und als nächstes haben wir das gemacht. Als nächstes kommt die Numador 2. Hier gibt's die gleiche Belohnung. Kommst du dran? Die gleiche Belohnung. Wir müssen die Prüfungen so häufig abschließen, um diese zwei Items zu bekommen. Was? So
viel Zeit habe ich nicht mal. Ich verstehe. Wir müssen 6-mal so eine Season-Mission abschließen, um dieses Cape zu bekommen. Und 12 Season-Missionen, damit wir das Schwein bekommen. Ja, ich mache das dann offscreen, ultra einfacher Modus und grinde das durch. Was ist das hier? Erzhafen? Yo, Erzhafen ist easy. Erzhafen zu spielen wird easy sein. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Schaltet spätestens. Ich weiß nicht, kann sein, dass dieses Video hier am Mittwoch kommt. Dann schaltet morgen zu Forza Horizon 5 ein. Bis dann.